So, da geht's richtig schön ab hier. Da steigt der Kill-Counter unaufhörlich. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Oh, sag bloß, da ist jetzt ein Detektor dabei gewesen. Oh, scheiße. Ja, Zeratul hat sich bei mir verabschiedet. Ich werde meine Bestimmung. So. So, noch mehr. Prismakern online. Schusser. Okay, anscheinend habe ich jetzt nicht mehr genug Versorgung. Hm? Jetzt kommen Verseucher. Hm? Jetzt wird's euer schon interessant. Mhm. Aber es ist zum Glück nur noch eine Minute, bis ich bis das Archiv mir relativ am Arsch vorbeigehen kann. Und dann muss ich ja nur noch ein paar 500 Gegner töten, bis das auch erledigt ist. Und dann ist die Mission so gesehen beendet. Ich werde dann auf jeden Fall keinen Versuch machen, mich weiter zu verteidigen. Ich meine, ich könnte natürlich, aber ja, wir wollen jetzt hier auch nicht ewig sitzen, ganz im Ernst. Nö, also so lange, bis halt wirklich alles her ist. Richtig, klar. So, 40 Sekunden noch, dann ist das Archiv sicher. Okay. 30 Sekunden noch. Und jetzt läuft auch das letzte Schild-Upgrade für Bodeneinheiten. Ich habe zwar auch nicht mehr so arg viele, ja, wobei geht doch. Geht doch. Ein paar Unsterbliche halt. Wer sagt denn, dass das Entkommen jetzt irgendwie jemals eine Option war? 4, 3, 2, 1. Das war's. Das Protoss-Archiv ist beschützt. Dadurch können wir jetzt diese gesamte untere, diesen gesamten unteren Platz zum Teufel jagen. Der ist mir relativ wurscht. Aber damit es ein bisschen schneller geht, komme ich den Einheiten da unten natürlich trotzdem entgegen, damit das Ganze ein bisschen schneller läuft in Sachen Kill-Counter. Oh, ja, yeah, jetzt geht's da unten richtig los. So, jetzt meine Raumportale darüber. Ich suche die Basis. So. Basis wird angegriffen. Werden immer weniger. Ja, so gesehen. Ich bin auch gerade an meinem Versorgungslimit. Ich kann nicht mehr machen. Ja, so ist es halt. Ich bin bei 198 von 200. Mehr wie 200 geht halt nicht. Ich werde ein Basis wird angegriffen. So, jetzt nur noch 500 Kills und dann war's das.
uns den Weg. So. Schwer. Immer noch 67. Ja, dir geht's auch nicht wirklich gut. Schrauche huschen. Ja, eben. Ganz klare Sache, dir geht's nicht gut. Ja, jetzt müssen wir halt noch auf die Gegner warten. 430 müssen es noch sein. Ja, ich glaube 2000 werde ich schaffen. Ja gut, du kannst ja so lange überleben, wie du willst. Ich werde auf jeden Fall sämtliche Überlebensversuche einstellen, sobald ich mein Forschungsziel erreicht habe. Weil mehr, ja, mehr geht zwar, aber sowas macht man, wenn man Spaß dran hat und wenn man es nicht gerade aufnimmt, weil... Ja, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand so einen Stundenpart angucken will, wo in derselben Mission, wo man einfach nur noch am Überleben ist. Glaube ich nicht. Nö, ich habe auch meine Überlebensversuche eingestellt. Ich stehe ja nur noch rum und mache nichts mehr. Ja, und trotzdem sind die halt schon, die sind schon so richtig hart. Ja. Die haben vielleicht ein paar hundert von meinen Einheiten getötet und nicht ein 2000. Oh ja, jetzt geht's hier. Jetzt geht der Kill-Counter hier richtig hoch. Hier spricht Hierarch Artanis, Befehlshaber über die Schild von Ajur. Unsere Matrixfelder sind in Reichweite. Yeah, jetzt geht's hier richtig los. Brüder und Schwestern, hört mich an. Die Zeit ist knapp. Ein jeder, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation noch übrig ist, steht hier und jetzt an eurer Seite. Ja, mein Mutterschiff hat sich verabschiedet. Habt Vertrauen ineinander. Kämpft mit einer Seele. Lasst unsere letzte Schlacht ein Fanal sein, sodass die Erinnerung an uns bis in die entferntesten Winkel der Galaxis strahlt. Ja, 1413. Ja, es steigt. Aber 2200 war Schluss. Oder ist Schluss. Weißt du, es ist schon so geil. Ich hab... Es geht einfach immer weiter, obwohl man gar nicht mehr überleben möchte. Und es hört halt trotzdem nicht auf. Vor allem halt das Mutterschiff, das geht halt... Das boostet einen halt richtig. Ich suche den Pfad der Erlösung. Die Ehre gebietet es. Die Prophezeiung. Ja, jetzt ist eh gleich Feierabend bei mir. Ja, da kommen schon die nächsten Hybriden. Meins! Ich muss unbedingt noch ein paar Kills machen. Ja, genau. 1492. 8 Gegner noch. 8 verdammte Gegner. Oh ja, jetzt geht's hier richtig los. Damit wäre auch diese Forschung
abgeschlossen. Es gab einen unter euch, die meinen großen Plan hätte gefährden können. Aber in eurer Verblendung... Das war's, alle Protoss gefallen. Ja. So, die 1500 Feinde sind gefallen und ich für meinen Teil werde mich jetzt einfach zurücklehnen und mal gucken, was passiert und wie lange es noch dauert. Ich gebe jetzt schon quasi komplett auf, was das anbelangt, aber naja. Ich glaube nicht, dass der Feind das trotzdem relativ schnell hinbekommt. Ich meine, ich spiele jetzt hier immerhin schon wieder über eine halbe Stunde. Das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler hier. Und ich muss mir ernsthaft überlegen, ob ich den zweiten Teil überhaupt hochladen soll. Ich meine, überleg mal, im zweiten Teil passiert nichts mehr. Das musst du dir überlegen, ob du es hochladen willst. Ja, ich werde so oder so hochladen, aber es ist halt ein relativ langweiliger Part. Whoa-ho! Super. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange es bei dir noch dauert. Sag mal so, meine Vespin-Geysire sind schon lange erschöpft. Und meine Mineralien sind, glaube ich, auch alle abgebaut, aber... Ich habe meinen ganzen Blob an Einheiten einfach nur über meinen Nexus gestellt und gesagt, ja, Position halten. Und da bleiben sie jetzt, bis der letzte Protoss fällt. Also mal gespannt. Ja, sonst ist ja schon alles geschafft hier. Das Archiv sicher, alles gut. Mein Mutterschiff hat bis jetzt noch nicht mal Kratzer abbekommen. Jetzt habe ich mal den Vortex ausprobiert, das ist auch lustig. Ja, also jetzt könnten sie ruhig mal ordentlich was daher bewegen, aber irgendwie haben sie wohl nicht die ich glaube, die Zerg haben in dem Augenblick mehr Probleme als ich. Ich meine, jetzt nur mal so zum Vergleich. Ich bin mit 68 Einheiten. Mit 68 Einheiten habe ich das Ganze angefangen, als ich quasi auf dem Maximum war. 68. Und jetzt, nachdem ich eigentlich überhaupt keine Gegenwehr selbst aktiv hier an den Tag lege, habe ich immer noch 67 Einheiten und 1690 Einheiten von ihnen getötet und sie schaffen es trotzdem nicht, den Kern meiner Basis zu vernichten. Ja, das wird jetzt auch eine Weile dauern, bis halt die ganz große Armee kommt. Ja, ich kann nur warten. Was anderes kann ich nicht machen. Ich kann sie nicht einfach so wie ein Schlacht um Mittelerde einfach mal sagen, hey, ihr geht einfach mal zur Basis zurück,
dann gibt's euch nicht mehr und die Ressourcen, die ich dafür ausgegeben habe, kriege ich wieder zurück. Geht halt nicht. Ja, ich weiß, dass das nicht geht. Ja, jetzt kommt da wenigstens eine große Armee. Jetzt können die hier ein bisschen was zerstören. Oder auch nicht. Oh, zwei Einheiten haben sie von mir vernichtet. Wow. Okay, drei. Drei. Okay, jetzt geht's aber los hier. Boah, Mashallah, mach mal halblang hier. Eure Bemühungen sind fruchtlos. Meine Kreationen werden ein neues Zeitalter einläuten. Ach, das werde ich hier vielleicht auch irgendwann mal machen. Einfach mal einen Cheat eingeben. Und dann einfach mal gucken, wie viel Feinde man töten kann, bis das Spiel sagt, okay, jetzt nicht mehr weiter, weil jetzt raff ich's nicht mehr. Einfach mal die Grenzen des Spiels. Erfolgerung, mit Glanz, aber ohne Glorie. Okay. Ja, das tötet 250 Feinde mehr. Ja, das habe ich schon längst geknackt. Ich probier's ja noch nicht mal wirklich. Ja, Wie der Counter einfach nach oben geht. Wahrscheinlich auch so bei 2200, 2300 rauskommen wie ich. Das wissen wir nicht. Immerhin habe ich jetzt nur noch 60 Einheiten, weil ich mache ja nichts. Ich habe bloß meinen Einheiten gesagt, Position halten, Feierabend. Da muss man gucken, was bei rauskommt. Vielleicht kommt es auch rum und nicht raus. Ja, eventuell. Jetzt kommen wieder Luftangriffe hier. Ja, die sind sowieso lächerlich, die Luftangriffe. Ja, ich habe ja meine Phasengleiter. Aber die Tür effektiver als die Bodenangriffe. Ja, bei den Bodenangriffen sind halt meistens die Hybriden dabei. Deswegen sind die Bodenangriffe auch sehr viel stärker. Kerrigan. Wie konnten wir das ahnen? Hierarch Artemis ist im Kampf gefallen. Jetzt ist mein Mutterschiff weg. Okay. Gut, alles klar. Gut, wir sind jetzt bei 40 Minuten. Könnte sogar ein Dreiteiler werden. Ja, Dreiteiler. Ja, ein fucking Dreiteiler. Das ist eine fucking Trilogie. Ja, meine Einheiten haben jetzt natürlich nicht mehr den Vorteil, dass sie unsichtbar sind und dass sie nur noch mit Detektoren angegriffen werden können. Aber wie man sieht, das juckt hier absolut niemanden. Wir sind trotzdem gut drauf. Machen wir es. Verflucht nochmal! Jetzt! Wir machen eine Rave Party. Oh yeah! Raver Party. Oh, jetzt kommt mal eine Armee! Super! Vielleicht geht es jetzt doch ein bisschen schneller. Wie viele Gegner bist du? Doch nur früher gehandelt hätten. Ja, Zeratul ist gerade gefallen. Und bei wie vielen Gegnern bist du? 1990. Aber ich habe nur noch 20 Einheiten, also ich glaube, ich komme bei weniger raus. Aber bei 2000 bin ich jetzt. Okay, ja gut, es kann gut sein, dass du bei weniger rauskommst. Ja, jetzt geht's hier wirklich los. Es sind einfach zu viele. Geht's jetzt rund? Ist jetzt Party, oder? Ja, jetzt ist Admiral Urun auch gefallen. Und die Hochexekutorin auch. Vergebt mir,
Müssten alle weg sein, glaube ich. Nee, einer fehlt noch. Und der Kommandant Mohandar auch. Somit bleiben dir keine Heldeneinheiten mehr. Ja, ich habe auch sonst nichts mehr. Das heißt, du wartest jetzt gerade nur noch drauf, bis sie die Gebäude zerstören. In der Tat. Das war's. Halleluja. Ohne Gegenwehr. So ist es halt. Also. So. Hallo. So. Das ist das Missionsende mit Glanz, aber ohne Glorie. In der Tat. Das mit Glanz und Glorie töten sie in ewiger Finsternis auf dem Schwierigkeitsgrad normal. 750 zusätzliche Zerg-Einheiten. Warum habe ich das jetzt eigentlich nicht bekommen? Damit du bei 2250 rauskommst. Ah, ach so, na dann. Ja gut, hätte ich erreichen können, wollte ich jetzt aber auch nicht, war mir zu doof. So, damit wäre der Kristall abgeschlossen. Jetzt gucken wir uns noch eine eventuelle Sequenz an und wenn nicht, dann beenden wir den Part und sehen uns dann beim Quabus wieder, ne? Jo. Ja. Okay, ja. Okay. Ja. Ja, okay. Ihr seid nun Zeuge der Wahrheit geworden. Es lauert eine bösartige Präsenz in der Leere, die alles zerstören will, das uns am Herzen liegt. Könnte dieser Gefallene ein Xel'Naga sein? Könnten die Götter selbst nach unserer Zerstörung trachten? Nach so langer Zeit? Und Kerrigan, ich kann es kaum glauben. Diese niederträchtige Königin der Klingen soll die Zerstörung all dessen, was wir kennen, verhindern? Raynor, womöglich haltet ihr schon bald Kerrigans Schicksal in Händen. Ich weiß nur eines, sie muss leben. Seid auf der Hut, alter Freund. Die Bluthunde der Leere sind auf der Jagd. Ja, das scheint jetzt dann gewesen zu sein. Wir sind jetzt auf der Schiffsmesse der Hyperion. Und ja, das war's. Dann werde ich mich jetzt mal verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ciao.